alten Stuhl, wo das Gestell noch hier super top in Schuss ist. Das passt auch super zur Einrichtung, also werden wir das jetzt auch neu bepolstern, weil das Polster ist leider schon abgenutzt durch die Jahre. Und dem werden wir jetzt ein zweites Leben hier einhauchen. Unser erster Step ist, wir müssen das erstmal vom Stuhl hier weg vom Gestell demontieren und haben hier unser Sitzpolster. Dann schauen wir uns das erstmal an, wie es aufgebaut ist, und dazu müssen wir alles abschlagen. Zunächst werden wir den Filz vorbereiten und zuschneiden. Ich habe mir dafür den alten Filz genommen und eine Schablone angefertigt. Jetzt wird er wieder neu angepasst, dass wir unsere Überstände haben und hier nun einen Zentimeter frei haben und den Schaumstoff dann drauf zu kleben. Und jetzt wird der Filz, nachdem ich den ausgerichtet habe, wird er jetzt angetackert. So, jetzt haben wir den Filz fest und unsere nächste Schicht wird dann der Schaumstoff sein und der wird jetzt zugesägt. So, hier haben wir jetzt den ausgewählten Schaumstoff. Vorbereitet haben wir hier schon eine Schablone anhand des Gestells und dem Überstand, den wir dann gerne hätten. Genau, der wird jetzt hier fixiert, dass uns das natürlich nicht verrutscht, und abgezeichnet. So, jetzt ist es fertig angezeichnet. Jetzt können wir mit unserer Schaumstoffsäge hier diesen passgenauen Zuschnitt aussägen. So, nach dem Zuschnitt wird nochmal abgeglichen, ob hier auch alles passt, ob mein Überstand da ist und ob es von der Form her passt. Und dann wird hier auf dem Filz und auf meinem Schaumstoff mit dem Sprühkleber geklebt. So, nachdem wir den Schaumstoff hier fixiert und verklebt haben, kommen wir jetzt zur Watte. Die wird zugeschnitten, hier ganz grob, und auch wieder hier drauf verklebt. Die Watte ist dazu da, dass wir hier eine Schicht zwischen unserem Bezugsstoff und dem Schaumstoff haben, was gegen den Radiereffekt ist und auch für UV-Strahlung und einfach als Schutz. So, hier haben wir unseren Bezugsstoff, der speziell für die Kundschaft ausgewählt worden ist. Und da müssen wir jetzt die Maße nehmen und uns hier den Zuschnitt machen. Dann wird der Bezugsstoff drüber gespannt, geheftet, ausgerichtet und fertig angeschossen. Zu guter Letzt machen wir noch unseren Zierkeder fertig. Hier ist der alte. Dazu wird ein 4 cm Streifen von unserem Bezug herausgeschnitten und mit einem neuen Keder vernäht. Und der wiederum wird dann ans Polster angetackert. Und dann haben wir unser fertiges Polster und können es wieder montieren in das Gestell. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.